Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bauteil des Zen Garden Paraguays. Und Sie sehen schon, es ist ruhig, denn wir haben es heute Sonntag. Der Wind geht ein bisschen, aber das stört ja nicht viel. Aber dennoch, trotz Wind und Sie sehen es am Boden, trotz Regenfälle über die Nacht, es hat ganz schön geregnet, strahlt schon wieder die Sonne. Ich denke mal, wir haben es hier in der Sonne über 20 Grad. Ganz einfach, Sie sehen es ja schon. Ich habe nur eine Weste wegen dem Wind an, ansonsten wieder Hemd und das war's. Das Klima in Paraguay ist einfach super. Aber deswegen sind Sie nicht da, deswegen geht's gleich weiter. Ach ja, ich vergesse das immer so gerne. Wenn Ihnen das Video gefällt, Daumen hoch für Sie, ein kleiner Klick und für uns das Zeichen. Es gefällt Ihnen, es ist interessant und Sie schauen sich das gerne an, um den Fortschritt im Zen Garden Paraguay kennenzulernen. Und genau den Fortschritt, den erzähle ich Ihnen jetzt. Ja, ein kleiner Fortschritt, ein Nebenfortschritt. Das sehen Sie hier. Sie sehen hier eine Mauer um eine Cocatero-Palme. Ja, Frage, warum macht man denn das? Die Antwort ist ganz einfach. Wir haben ja das Gelände bereits einmal nivellieren lassen. Wir müssen es nochmal nivellieren lassen, weil es hat zwar funktioniert, aber nicht so ganz perfekt. Es sind auf der einen Seite immer noch 30, 40 cm zu viel. Und beim Nivellieren, hier war nämlich ein Erdhügel, ist natürlich auch dieser Erdhügel weggekommen. Wir haben aber ganz klar gesagt, bitte nicht die Bäume, in dem Fall die Palmen, rausreißen. So ist die Palme drin geblieben. Aber die Wurzeln der Palme sind etwa auf, hören etwa auf dieser Höhe auf und gehen dann runter. Jetzt hat sich für uns ganz einfach die Frage gestellt. Wir können entweder auf die Uhr schauen, bis die Palme umfällt, oder wir können die Palme behalten. Dann haben wir gedacht, komm, lass uns hier so eine wunderschöne Mauer in einer runden Form drumherum machen und damit bleibt uns diese wunderschöne, lange, große Palme. Übrigens, die Palme daneben, genau das gleiche Spiel. Da sind wir noch nicht so weit mit dem kleinen Steinmauerchen. Aber man ist schon dran, Sie sehen es, auch da wird eine Mauer um die Wurzeln der Palme, weil wie gesagt, die sind ein bisschen hoch gemacht, damit die Palme uns erhalten bleibt. Natürlich sind wir noch nicht fertig, ganz klar. Hier oben muss noch verputzt werden, da kommt dann natürlich auch noch Farbe dran und natürlich wird dann auch innen drin mit Erde aufgefüllt, dass eben hier auf dem Niveau der Palme, wo die nach Palme denkt, da ist Nivell 0, wie wir mal sagen für Sie, wird hier nochmal aufgefüllt, sodass alle Wurzeln wieder schön unter der Erde liegen. Und wie gesagt, unten ist der Ofen hin, da kann sie dann ihre Nährstoffe bekommen. Also Farbe, putzen, Farbe, Erde auffüllen und schon schaut es wunderbar aus. Übrigens, Natalie hat momentan den absoluten Spleen, was ich toll finde. Es gibt hier Orchideen, die man an die Palmen ranmachen kann. Bei anderen Palmen haben wir das auch schon gemacht. Das sieht super toll und super schön farbig aus. Das heißt, hier werden wir garantiert auch nochmal ein oder die andere Orchidee an den Baumstamm der Cocatero-Palme anbringen. So, das war der Nebenfortschritt und jetzt kommen wir zu den Häusern. Ja, ich stehe vor den ersten zwei Gebäuden und Sie sehen, Woche für Woche ist irgendwas wieder weiter vorangegangen. Und hier ist es die Außenfassade. Und Sie sehen bereits, dass der Rauputz angebracht wurde und er wurde schon im ersten Stock und auch mit den Säulen hier unten auch farbig angemalt. Und genau in diesem Bunker wird das ganze Haus gemalt, das heißt im Erdgeschoss hier unten auf der Terrasse fehlt es noch. Auf der Seite, wo Sie hier die weiße Farbe sehen, hier wird kein Rauputz angebracht werden und auch keine Farbe. Warum? Sie sehen es an den Stahlträgern. Hier kommt das nächste Gebäude dran und genau deswegen haben wir gesagt, lassen wir die ganze Wand verputzt weiß. In Zukunft wird da ein Gebäude stehen und das Gebäude wird natürlich von außen wieder, genau wie hier dieses Gebäude, mit Rauputz und Ocker angemalt. Und nochmal erwähnt, das Gebäude, was sich dann hier anschließt, das wird auch nicht so tief sein. Das hört da, wo die Stahlstangen aufhören, hört das Gebäude auch auf. Es geht dann ziemlich genau 12 Meter lang hier rüber und da kommt dann im ersten Stock vollständig, das ist am ersten Stock, das wird ein kleines Fitnesscenter werden
wo verschiedene Geräte drin stehen. Und im Erdgeschoss ist unter anderem eine Toilette, gerade wenn man draußen den Pool benutzt, dass man nicht sich rein muss, sondern dass man hier unten auf Toilette gehen kann. Und auch eine große Waschküche für sie. Das heißt, Waschmöglichkeit steht zur Verfügung. Und gerade wenn Sie sagen, Sie brauchen oder Sie wollen nicht zwingend eine Waschmaschine bei sich im Haus haben, kein Thema. Hier unten gibt es eine Waschküche und die ist für jeden Bewohner im Zen-Garten begehbar, also nutzbar. So, und jetzt schauen wir uns mal innen drin an, was die Maler innen alles bereits fertiggestellt haben. Und ich stehe vom Haus Kolibri mit Schlüssel und Sie sehen schon, hier wurde schon ein bisschen weiter verputzt und auch ein bisschen Farbe aufgetragen, aber wir haben ganz klar gesagt, bitte außen weitermachen, denn wir hatten natürlich im Wetterbericht gesehen, dass eben von gestern auf heute wussten wir, es wird regnen. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, ja, die kommende Woche, das ist auch ein bisschen, kann es etwas feuchter werden, soll es etwas feuchter werden. Dann haben wir gesagt, macht lieber die Außenwand und in dem Moment, wenn es unter der Woche regnen sollte, können wir hier regengeschützt noch weitermachen und auch innen drin die letzten Farbpinsel anbringen. Aber wir schauen jetzt gemeinsam an, wie weit es ist. Wir sehen schon, mit Schlüssel, Türe funktioniert mittlerweile. Ich stehe im Haus Kolibri im Wohn-Ess-Bereich und Sie sehen schon, hier fehlt noch die Farbe, aber wie jetzt Lichtmann schon sagte, wir wollten erst draußen, dass es weitergeht. Das Einzige, wo man sieht, und das sehen Sie auch gleich nochmal, bis hier runter wurde bereits gemalt. Und diese Woche, man hat schon Vorbereitungen getroffen, werden die Fliesen auf der Treppe angebracht. Und wenn die Fliesen dann angebracht sind und draußen die Maler die Außenfassade fertig gestrichen haben, dann werden hier auch der letzte Raum fertig gestrichen. Übrigens, es steht zwar jetzt gerade viel rum, aber wenn Sie immer genau hinschauen, es ist fertig verfließt. Ja, die Farbe fehlt noch. Ja, die Steckdosen gehören noch dorthin, wo die Löcher in der Wand sind. Aber nichtsdestotrotz, der Fortschritt ist riesig. Denn morgen zum Beispiel, da kommt bereits unsere Schweizer Schreinerin und wird hier Maß nehmen, damit hier dann eine Maßeinbockküche reinkommt. Ich gebe zu, das ist für uns wieder mal so einer der besonderen Zeichen, dass wir fast bei der Fertigstellung des Hauses sind. Also für uns ist das, es gibt so ein paar Punkte, wo Nathalie und ich dann immer sagen, ja, also das ist so ein richtiger Meilenstein. Und wie gesagt, dass die Küche vermessen wird, für uns ein riesen Meilenstein, weil das sagt ganz klar, dass die Innenausbauarbeiten so gut wie fertig sind. Und das ist es auch tatsächlich, weil wie gesagt, stellen Sie sich vor, Farbe hier an die Wände, die Steckdosen noch an ihre Plätze, dann ist der Raum fertig. Ja gut, oben das Licht noch dazu, ganz klar, aber das war's. Dann ist der Raum fertig und ja, Sie können schon für einen kleinen oder auch einen längeren Urlaub uns hier im Zen-Garten besuchen und sich das selber ansehen. Schauen wir uns den ersten Stock gemeinsam an. Ja, und das ist das Haus Kolibri, der erste Stock. Und Sie sehen, hier ist fertig gemalt. Das heißt, die Wände, man sieht es schön am Übergang, oben weiß und unten der Übergang zur Farbe Perla wird es hier genannt. Und Sie sehen schon, wir haben auch tatsächlich schon die ersten Sachen gestern reinbringen lassen. Und zwar, hier kommt ein großes Himmelbett hin. Wie gesagt, der Raum gibt es her, man sagt, da nehmen wir das. Und auch die verschiedenen Möbel, die hier reinkommen, haben wir mittlerweile bereits gekauft. Übrigens, was hier unten liegt, sind keine Möbel. Na, es sind schon Möbel, aber es sind Badmöbel. Das heißt, einmal Waschbecken rechts und einmal der Unterbauschrank für das Waschbecken. Ansonsten, nein, ich glaube, ich habe schon mal erzählt vor ein paar Wochen, ich halte inne und ich überrasche Sie einfach in den nächsten, ich glaube, das waren nur zwei oder maximal drei Wochen damit, wie es dann hier mit Möbeln aussieht und sage jetzt einfach gar nichts dazu. Schauen wir uns nochmal das Bad an, ist ein bisschen dunkel, aber vielleicht können wir einen Blick. Ach so, ich stehe im Bad mit Taschenlampe, weil wie gesagt, Sie haben es ja gesehen, die Stromkabel sind zwar verlegt, aber noch nicht angeschlossen. So, im Bad ist es fertig verfließt. Und Sie sehen hier, wir haben uns für einen, das ist ein leicht grauer Boden, grau-bräunlicher Boden entschieden. Und hier die Badfliesen selber sind beige, haben dann eine bunte Bordüre. Und diese Bordüre, gibt es natürlich auch in ganzen Fliesen, haben wir dann in der begehbaren Dusche verlegen lassen.
Also ich finde, es schaut super schick aus. Und was uns auch gut gefällt, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber hier nochmal, Sie sehen, dass die Fliesen in unterschiedlichen Höhen verlegt sind. Gibt dem Ganzen einen wesentlich, also ich finde, schwungvolleren Touch, denn das Bad ist sehr hoch. Es gibt hier auch einen Ventilator hier oben. Das heißt, der wird in dem Moment, wenn man hier Licht anmacht, fängt er an zu laufen und transportiert die ganze Feuchtigkeit nach oben. Da gibt es so einen kleinen Schornstein auf dem Dach, transportiert die ganze feuchte Luft nach oben raus. Ja, Sie sehen, das Ganze ist weiß angemalt. Hier kommt auch nochmal eine Farbe drüber. Und wobei ist es weiß? Ich gebe zu, ich sehe es bei dem Schlechten nicht, aber ich vermute, es ist noch weiß, denn hier kommt nochmal eine Farbe drüber. Sie sehen, schick. Und es geht voran. Diese Woche, Dienstag, kommt der Installateur und wird hier alles installieren, bis der Unterbauschrank zum Beispiel, den hatten wir schon mal mitgebracht. Der ist also aus Europa und den wird Nathalie höchstpersönlich zusammenbauen. Also Sie sehen schon, Schweizer Küche, also Zusammenbau der Küche und Installation, Herstellung, Schweiz und Badmöbel, Deutschland. Na, Sie sehen, internationales Projekt. Schauen wir uns das andere und das Bett. Schauen wir uns, ich sehe schon, ich kriege einen Zuruf von der Kamerafrau, Dankeschön. Und das Bett, was Sie gerade gesehen haben, das Himmelbett, das baue ich zusammen. Also, Sie sehen, alles wunderbar international. Nein, aber es wird einfach eine richtig schöne Sache. Seien Sie gespannt, wenn das Ganze eingerichtet ist. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, in 3 Wochen sollten die Möbel stehen. Die Küche wird wahrscheinlich noch 1-2 Wochen länger brauchen. Schauen wir uns an, wie sieht's im Haus Orchidee aus. Ja, ich stehe schon im Wohn-Essbereich im Haus Orchidee und Sie sehen auch hier alles, gerade wenn wir die Fliesen anschauen, ist bereits fertig. Ich werde besucht. Hallo Luna, schön, dass du mitmachen möchtest. Ganz toll. Ja, hinter uns, kommt auch natürlich eine Küche rein, ganz klar, im Wohn-Essbereich. Und auch hier wird die Cafeteria Tina, eben unsere Schweizer Schreinerin hier dabei, die Küche bauen. Und morgen ist schon Termin zum Maß, wie ich gesagt habe. Wie haben wir hier angedacht? Wir werden in die Ecke, wird es eine Kühl-Gefrier-Kombination werden wir hinstellen. Dann wird es Oberschränke und natürlich auch hier eine Theke, also der Arbeitsbereich hinten an der Wand vorgehen. Und etwa von dieser Position vor und dann auch hier wieder etwas zurück, also ein L, wird hier eine Theke hinkommen. Das Haus hier ist für 4 bis 6 Personen ausgelegt, das heißt, die Länge der Theke mit den beiden Seiten wird so sein, dass 4 Personen super großzügig dran sitzen können, aber eben auch im Notfall, wenn eben 6 Personen hier wohnen, dass man die 4 Hochstühle etwas zusammenschieben kann und dann sitzen 3 Personen an jeder Seite. Alternativ kann natürlich auch am Wohnzimmertisch oder draußen der Tisch ist sowieso für deutlich mehr Personen ausgelegt, können 6 Personen wunderbar frühstücken. Ja, schauen wir uns weiter um. Abenteuerspielplatz für Katz und Hund. So ist es nicht gedacht, aber hallo Luna, du gehst wieder mit. Das ist lieb von dir. Kater begleitet den Vater Felix. Das musst du wollen. Dankeschön. Ja, auch hier, das ist die Gästetoilette. Fällt Ihnen auf, wie groß die Gästetoilette hier ist? Also riesig, fast zu groß, denke ich. Ja, jetzt ist sie fertig und auch hier wieder gleiches Design. Wir haben die dunkleren Bodenfliesen. An der Wand ist das Ganze wieder treppenförmig verlegt. Oben eine bunte Bordüre drüber. Übrigens, das hier sieht vielleicht so ähnlich aus wie im Haus Kolibri, ist aber ein anderes Muster der Bordüre. Das heißt, auch oben in der begehbaren Dusche im Haus Orchidee ist wieder dieses Muster in der begehbaren Dusche verlegt, ist aber ein anderes Muster, auch wenn es zu ähnlich aussieht. Ja, und Sie sehen schon, Waschbecken hier, Unterschrank hier und hier eine Toilette. Richtig schön groß. Für eine Gästetoilette fast zu groß. Aber egal, wir schauen den ersten Stock. Ich bin im Jugendzimmer im Haus Orchidee und Sie sehen, alles fertig gestrichen. Man sieht auch schon, dass hier mit 2 Farben gearbeitet wurde, sehr dezent.
Man sieht es hier schön, den Übergang. Das heißt, es gibt hier nochmal, oder die Betten stehen innerhalb dieses Grüns. Es werden zwei Einzelbetten sein, damit wir hier flexibel sind. Das heißt, von einem Pärchen, das dann die Betten zusammenschieben kann, bis hin zu zwei Kindern, egal in welchem Alter, können hier super bequem und gut übernachten. Und Sie sehen schon, auch hier die ersten Möbel sind da und ja, irgendwann werden wir die einfach aufbauen lassen. In den nächsten, ja wie gesagt, 1, 2, 3 Wochen. Und dann ist dieses Zimmer einsatzfähig. Hören Sie im Hintergrund? Felix, unser Kater, beschwert sich, dass er nicht dabei sein kann. Ah. Ruf ihn. Felix! Ja, und jetzt hier im großen Schlafzimmer im Haus Orchidee. Und das ist auch wirklich richtig groß. Man sieht die Farben alles fertig. Oben weiß, der Übergang. Auch hier haben wir Perla als Wandfarbe genutzt. Und Sie sehen schon hinter mir, die große Matratze ist da. Und was sonst hier noch rumliegt, das sind die, das sind die Badinstallationen, die am Dienstag vorgenommen werden. Das heißt, wir haben hier die Toiletten, wir haben hier die Wasserbehälter, wir haben hier Waschbecken, Unterschränke, Dusche. Und das hier sind zwei Boiler, jeweils 100 Liter, einmal für das Haus Polyfilm, einmal für dieses Haus Orchidee. Jetzt zeige ich Ihnen noch was. Sie sehen hier die ersten Gartenmöbel in unserem Zen-Garten Paraguay grün gehalten. Wir haben die, man darf es gar nicht sagen, wir sind die Straße entlang gefahren zum Mittagessen und da hat ein neues Geschäft aufgemacht und die verkauften Gartenmöbel, diese Gartenmöbel. Und spontan angehalten, reingegangen, die hatten die richtige Grünfarbe für uns und dann haben wir hier 4 Sets durchgekauft, also 4 Tische mit jeweils 4 Stühlen plus 6 Poolstühle und ja, da sind sie und wir werden sie heute einweihen. Das heißt, heute Sonntag, die Nachbarin macht ihre selbstgemachten Nudeln wieder, wo die ganze Gegend hier einkaufen geht. Das heißt, ich gehe gleich rüber Nudeln einkaufen. Wir werden 2 dieser Stühle runtertragen. Passende Tische dazu sind hier. Setzen die unten ins Kinshu rein und werden das Kinshu essenstechnisch bei einem schönen Mittagessen heute einweihen. Und Sie sehen schon, der Geruch des Holzes hat auch die Mina hochgebracht. Die Mina ist mal was ganz anderes. Ganz neu. Und Felix hast unten gelassen. Na, und im Hintergrund schreit der Felix, wo wir sind. Es ist einfach schön mit den Tieren hier. Felix, ja, wir komm. Schauen uns jetzt noch das Bad an. Felix, komm. Ja, ich hoffe, es kommt gut auf dem Video rüber. Ich stehe im Bad, im großen Bad vom Haus Orchidee. Und Sie sehen, das hier ist schon deutlich größer. Hier kommen 2 Waschbecken hin. Und trotz 2 Waschbecken ist dann hier etwas, schätze ich mal, kann das aufhören, ist hier natürlich noch dementsprechend viel Platz vorhanden für ja, Badmöbel. Ja, auch hier ist alles soweit fertig verfließt. Der Maler muss noch rein. Und man sieht hier die begehbare Dusche. Und wenn Sie voll darauf geachtet haben, hier haben Sie als Muster lauter kleine Quadrate. Während es im Haus Kolibri, wir richten die Häuser unterschiedlich ein, Dreiecke sind. Ja, da unten erkundet schon jemand. Und im Hintergrund ist sogar jetzt endlich unser Felix nach mir aufs Namen gekommen. Ihr beide Süßen, wie sieht es denn aus? Felix! Der Hase, große Scheu ist es ja nicht gereicht. Ja, Mina, meine Süße. Ja, du, ach du. Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, das waren die Neuigkeiten vom Zen-Garten. Und Sie sehen, die Tiere, die sind jetzt 2, 3 Wochen da, die Hunde. Die werden immer zutraulicher und die sind auch richtig toll. Ja, meine Süße. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Ja, nicht hochspringen, das ist das Einzige, wo ich natürlich jetzt hier, wenn ich so gestylt bin, nicht zu drauf stehe. So, und jetzt aus. So ist Waff, Sitz. Ja, das Training muss noch ein bisschen intensiviert werden mit ihr. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen, hat Ihnen Spaß gemacht zu sehen, was sich alles getan hat. Ich hoffe, Sie schauen nächste Woche wieder vorbei. Mina freut sich auf jeden Fall genauso wie wir darüber. Und nicht vergessen, hat es Ihnen gefallen? Daumen hoch, das ist immer für uns das schöne Zeichen, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie nächste Woche wieder reinschauen werden. Ihr Zen-Garten-Team Paraguay. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, und hier unser erstes Essen, Einweihungsessen im Zen-Garden mit einem Tisch. Wir haben schon mal gegessen, aber nicht an einem Tisch. Wir sehen auch Stühle in der Farbe des Zen-Gardens, also die Polster in der Farbe des Zen-Gardens mit dunklem Holz. Und hier dann passend dazu der passende Tisch in der gleichen Farbe und im gleichen Holz. Und Sie sehen schon, das sind die schon öfters erwähnten selbstgemachten Nudeln der Nachbarn. Immer sonntags. Da kommen die Leute aus der ganzen Gegend, fahren mit dem Auto vor. Vor ihrem Haus hat sie so ein riesen Buffet aufgebaut, wie man es kennt, mit so Warmhalteschalen. Und daraus verkauft sie. Und ja, ich bin heute etwa 15 Minuten angestanden. Da ist Halligalli los. Und der Grund, ganz klar, es schmeckt super lecker. Übrigens, darf ich ja ein bisschen Werbung machen. Ist ja hier nicht verboten. Klein, aber lecker. Das ist eine selbstgemachte Maracuja-Creme. Ich kann Ihnen nur sagen, richtig lecker. Ja, bei den Nudeln, bei mir einmal vegetarische Nudeln, vegetarische Ravioli und einmal hier bei der Nathalie Gnocchi Tricolor con Pollo mit Hühnerfleisch also. Und ja, super lecker, deswegen hören wir jetzt auch mit dem Video auf, sonst wird es essen kalt. Also das war's. Tschüss.